Am Flughafen, in Hotels oder in Cafés. Öffentliches WLAN ist an vielen Orten verfügbar. Nutzer nehmen dieses Angebot oftmals dankend an. Dabei birgt die Verbindung von internetfähigen mobilen Geräten mit einem öffentlichen Hotspot erhebliche Risiken. Eine Schwachstelle vieler Hotspots ist die unverschlüsselte Übertragung von Daten. Daten können abgegriffen oder Schadsoftware auf dem Gerät eingeschleust werden. Nutzer müssen daher in der Regel selbst auf die Sicherheit ihrer Daten achten. Deswegen ist es immer ratsam, sich vorab beim Betreiber des Netzwerks über das Sicherheitsniveau eines Hotspots zu informieren. Auf die Übertragung vertraulicher Daten, wie etwa Kontoinformationen oder Passwörter über ein offenes WLAN, sollte verzichtet werden. Ist dies unvermeidbar, sollten sich Nutzer unbedingt über eine verschlüsselte Verbindung einwählen. Dies gelingt zum Beispiel über ein sicheres Virtual Private Network. Möchte man mit seinem Tablet oder Smartphone öffentliches WLAN nutzen, sollte man auch darauf achten, dass die Datei- und Verzeichnisfreigabe deaktiviert ist. Ansonsten kann das Gerät je nach Konfiguration des Hotspots für andere im Netzwerk sichtbar sein. In der Regel merkt sich das Gerät ein Netzwerk, in das es sich einmal eingewählt hat. Aus diesem Grund sollte auch die automatische Anmeldung deaktiviert sein. Auch die WLAN-Funktion des mobilen Gerätes sollte nur eingeschaltet werden, wenn sie benötigt wird. Wichtig zu wissen ist, dass jeder Betreiber den Namen seines WLANs frei wählen kann. So ist es möglich, dass Betrüger einem Hotspot einen populären Namen geben und Nutzer von mobilen Geräten damit täuschen. So können Angreifer den gesamten Datenverkehr mitlesen und wichtige Informationen stehlen.